Willkommen zu den Musbacher Spitzen at Home. Mein Name ist Katja Chlor und ich freue mich, Sie heute Abend durch die Online-Weinprobe zu begleiten. Sie kennen die Musbacher Spitzen wahrscheinlich vom Herrenhof der vergangenen Jahre, live mit allen Winzern. Aber heute sieht das Format etwas anders aus. Und mit am Tisch sitzt erstmal zu meiner Linken Bastian Chlor, Geschäftsführer und Vorstand der Weinbietmanufaktur, auch mein Ehemann. Und gegenüber Bernd Weig vom Weingut Weig. Später wird der Hausherr hinzutreten, das ist nämlich Wilfried Völker. Wir sind hier in seinen heiligen Hallen, in seiner Vinothek. Dann sehen Sie vielleicht im Hintergrund noch so ein junger Mann rumsprinten. Er ist der Koch von der Spinne aus der Hart. Jörg Friedrich, er wird während der Weinprobe verschiedene kleine Gerichte, Kredenzen kreieren, um Ihnen zu Hause ein bisschen Input zu geben, welche Gerichte passen denn am besten zu den entsprechenden Weinen. Tja, aber dann gibt es auch noch hinter den Kameras ein Team. Einmal Dennis, der die Kamera führt und auch die Technik leitet, aber auch noch Alina. Sie ist unsere Frau am Chat. Das heißt, wenn Sie zu Hause Fragen haben zu den Winzern, zu den Weinen, zu den Weingütern und zu den Geschichten dahinter, jederzeit. Legen Sie los, tippen Sie in die Tasten. Alina wird uns dann die Fragen ans Whiteboard schreiben. Ich werde dann entsprechend schauen, wie weit ich es mit einbringe. Aber jetzt haben Sie bestimmt Durst. Wenn Ihre Gläser noch nicht voll sind, dann machen Sie es bitte jetzt mit dem ersten Wein. Denn hier erwartet uns der Riesling Herrenletten von der Weinbietmanufaktur. Vielen Dank, Bastian. So, wir haben ja hier Musbach at Home. Und du kommst direkt mit einem Wein aus einer benachbarten Weinbergslage. Das ist ja mal ein toller Start. Na klar, man muss schon dazu sagen, es ist wie bei allen Winzern, wir bewirtschaften viele, viele Weinberge auch in benachbarten Gemarkungen. Musbacher Winzer bewirtschaften eben auch Weinberge außerhalb von Musbach, Königsbach, Gimmeldingen, Hart ist mit Sicherheit zu nennen. Und der Haar der Herrenletten ist auch eine der besten Lagen der Pfalz, weshalb ich sie euch heute nicht vorenthalten wollte. Daran sieht man schon, Musbach ist offen. Man schaut nicht nur in der eigenen Gemarkung, sondern auch in der Nachbarschaft vorbei. Ich denke, Bernd, bei dir ist es bestimmt nicht anders. Du hast auch einige Weinberge, die drumherum liegen. Ja, ich denke, jeder hat in den nächsten zwei Orten in irgendeiner Weise Weinberge. Das wird für bestimmt 80-90% der Winzer gelten. Ja, sehr schön. So, er steht mal im Glas, sieht schon mal ganz gut aus. Aber wie duftet er, wie schmeckt er, Bastian? Ich möchte vielleicht grundsätzlich noch zur Weinlage etwas sagen. Haar der Herrenletten ist, wie schon angeklungen, eine der besten Lagen der Pfalz. Zwei Aspekte machen sie besonders interessant, insbesondere auch für Riesling. Zum einen der Boden. Wir haben hier Kalkmergel, das heißt die Sedimente eines Urmeeres, was vor 23 Millionen Jahren hier noch über uns schwamm sozusagen. Wir hätten hier gar nicht sitzen können. Und zum anderen ist die Lage am Hang gelegen, relativ nah am Waldrand und dementsprechend auch relativ schnell auch im Schatten. Und das ermöglicht uns in der Vegetation oder in dem Lesezeitpunkt eigentlich sehr, sehr stark nach hinten zu wandern, ohne dann übermäßige Alkoholgehalte zu erreichen. Ja, und der Kalk im Boden, der puffert eigentlich immer die Säure ganz schön ab, die Würze dominiert in dem Wein und das ist das, was ich mir heute auch erwarte, dass es Ihnen gefällt. Sage ich erstmal Prost. Zum Wohl. Schöne Säure, fruchtig, du hast ja schon einiges dazu gesagt. Lieber Bernd, wie geht es dir denn als benachbarter Winzer? Schmeckt dir so ein Wein? Ja. Ganz, also wirklich toll, spiegelt schon die Lage wieder. Weiße Blüten, so ein bisschen Mandarine, Orangenschalen und dann so diese Würze, die du schon angesprochen hast, so was Kühles. Toller Wein. Also auch entwicklungsfähig. Das geht noch eine Weile. Das ist mit Sicherheit was man noch dazu sagen muss. 2019 war ja insgesamt ein relativ konzentrierter Jahrgang. Wir haben hier 12,5 Volumenprozent Alkohol. Das ist trotzdem noch ein moderater Alkoholgehalt aus meiner Sicht für den Jahrgang. Und das Entwicklungspotenzial von dem Herrenletten ist in unserer Erfahrung immer immens. Also
im ersten Jahr macht er eigentlich gar keinen Spaß und ja, jetzt ist er mal so ein Jahr auf der Flasche, da kommt er so langsam und zeigt eigentlich so langsam erst sein richtiges Potenzial. Also liebe Zuschauer zu Hause, wenn Sie vielleicht die ein oder andere Geschmackskomponente nicht entdecken konnten, vielleicht entdecken Sie auch was ganz anderes. Das Entscheidende ist natürlich immer, schmeckt er Ihnen? Wir haben uns halt einfach eine gewisse Vielfalt an Weinen zusammengestellt. Es sind jetzt nur 6 Weine von 3 Winzern, aber 3 spannende Charakteren. Und was wir hier als Start genommen haben, ist eben auch ein schöner, leichter, lebendiger Riesling. Ich meine, wir haben 12,5 Umdrehungen, da kann man auch ein bisschen mehr trinken. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Bastian, ich drehe gerade mal die Flasche um. Dein Rückenetikett gibt 3 Esel. 3 Esel, das haben wir auch noch. Das ist genau. Vorne, genau. Drehen wir nochmal zurück. Vorne haben wir die 3 Esel. Das steht schon mal für ein Spitzengewächs, oder wie darf man es sagen? Das kann man so sagen, je mehr Esel, umso besser der Wein. So ist unsere betriebseigene Klassifikation zu verstehen. Ja, Herrenlitten, wie gesagt, ist eines der Filetstücke auch in unserem Portfolio. Und auf dem Rückenetikett selbst, ich nehme jetzt doch nochmal die Flasche in die Hand, du hast für die Endverbraucher eine Skala kreiert. Würzig bis fruchtig, filigran bis kräftig, cremig bis spritzig. Da gibt es einmal ein Feld, welches ausgemalt ist und somit erkennt man in etwa, in welche Richtung dieser Wein geht. Mal kurze Frage, zum Jahrgang 2019 hast du schon ein bisschen was gesagt. Unterscheidet er sich denn extrem zu den vorhergehenden Jahrgängen oder... Also diese Skala, die ist natürlich eine grobe Orientierung, die wird dem Wein eigentlich in seiner Komplexität nicht unbedingt gerecht. Mhm. Aber es bietet eine erste Orientierung auch, wie man an den Wein herangehen kann. 2019 war mit Sicherheit ein konzentrierter, ein warmer Jahrgang im Vergleich zu 2018, der vielleicht dann auch ein bisschen kühler war, wenn man das überhaupt in den letzten Dekaden noch sagen kann. Was sich für mich eigentlich immer durchzieht, auch über Jahrgänge hinweg beim Herrenlitten, ist die Würze, ist die Kräutrigkeit, ist aber auch die abgepufferte, schmeckbare, aber abgepufferte Säure. Mhm, sehr schön. Liebe Zuschauer, die einen oder anderen kennen vielleicht Weinbietmanufaktur, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mal so die Liste durchschaue, wo unsere Pakete überall hingekommen sind, gibt es vielleicht doch den einen oder anderen, der gar nicht weiß, wer ihr genau seid. Wie sieht denn eure Betriebsstruktur aus? Also die Weinbietmanufaktur ist ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von knapp 50 Winzern hier in Musbach im Herzen der Pfalz. Dazu gehören natürlich auch noch 30 Mitarbeiter. Und das genossenschaftliche Prinzip interpretieren wir so, dass jeder das tut, was er am besten kann. Die Winzer kümmern sich, man kann sagen, rund um die Uhr um ihre Weinberge. Und dann im Keller gibt es einen Kellermeister mit seinem Team, Abfüllung, Vertrieb und so weiter. Also letzten Endes eine Spezialisierung über die einzelnen Prozessschritte der Weinbereitung bis dann hin zum Glas und zur Präsentation. Also trotz Größe kann man auch Klasse? Trotz Größe kann man Klasse, das würde ich nicht in Abrede stellen. Mhm. Wir verstehen uns schon als handwerklicher Betrieb und Größe ist dann auch immer relativ. Mhm. Also wenn man international schaut, wir bewirtschaften gut 300 Hektar, aber im internationalen Vergleich ist das ja fast nichts. Mhm. Auf der anderen Perspektive oder auf der anderen Seite sind wir natürlich der größte Weinerzeuger hier im Ort, in Neustadt, und zählen auch in der Pfalz zu den größeren Betrieben. Eigentlich ist es auch sehr schön, liebe Weingenießer, denn letztendlich, man muss ja einfach auch immer wieder einen schönen Wein in die Flasche bringen. Und das ist eine tolle Herausforderung, die du mit deinem Team meisterst. Patrick Oeckel, der Kellermeister, koordiniert es dann in den Heiligen Katakomben. Ja. Sozusagen, ja. Ich finde es immer wieder spannend. Ich meine, du warst jetzt auch unter anderem ja schon in anderen Weinanbaugebieten. Du hast auch schon mal Gallo in Kalifornien von innen gesehen. Da spricht man von einer richtigen Größe. Da spricht man von einer Größe. An einem guten Nachmittag wird ja da unsere Jahreserzeugung gefüllt. Und in dem Vergleich sind wir wirklich sehr, sehr klein und handwerklich unterwegs. Super. Ich meine, wenn man dich als Person sieht, du bist seit 2014 das Gesicht des geschäftsführenden Vorstands von Weinbiet. Davor hast du eben die verschiedenen anderen Anbaugebiete durchreist. Du warst in Heilbronn, hast da Weinbetriebswirtschaft studiert, hast noch deinen Master gemacht in Gießen, hast in Göttingen promoviert. Ich meine, als Ehefrau könnte ich Ihnen noch viel, viel mehr erzählen von Ihnen.
Das enthalten wir jetzt aber den Publikum den Moment vor. Ja. Letztendlich ist es so, du fühlst dich, glaube ich, sehr wohl hier in Musbach. Ja. Genießt aber auch den Austausch zu den anderen Kollegen. Und das ist richtig. Also ich meine, du hast das angesprochen, jeder macht seine Erfahrungen. Die junge Generation insgesamt ist ja sehr weltoffen und entsprechend auch weltgereist. Es sind tolle Möglichkeiten, dann Erfahrungen zu sammeln und Inspirationen zu erlangen, die man dann auch zu Hause in der Heimat dann umsetzen kann. Und ein Stück weit versuche ich das auch in meinem täglichen Doing. Und es gehört natürlich immer auch, ich meine, ich sitze jetzt hier als Gesicht der Weinbietmanufaktur, aber es gehört immer auch ein Konstrukt dazu, es gehören viele Winzer dazu, es gehören viele Mitarbeiter dazu und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass wir jetzt den Herrenletten so in der Form hier genießen können. Prima. Liebe Zuschauer, ich hoffe, er schmeckt Ihnen, er mundet. Wir nehmen nochmal einen Schluck und dann würde ich schon sagen, kommen wir zum nächsten Wein. Ja, das schenkt ihr euch alle ein. So, lieber Bernd, nun zu dir. Nochmal den Ja, klar. Du hast uns den Riesling Steinernes Bild mitgebracht. Genau. Also, Sie sehen, wir haben zwei Rieslinge in Ihr Paket gepackt. Da haben wir schon den ersten Punkt, wo ich vielleicht mal direkt drauf eingehe. Wir waren überwältigt von der Nachfrage und konnten es nicht glauben, wie viele Pakete doch geordert wurden. Somit hat der Wein gar nicht ganz gereicht. Genau. Bernd und seine Frau Joan mussten noch einen anderen Jahrgang mit dazu packen. Das heißt, einige Pakete haben den 19er und die letzteren Pakete sind mit dem Jahrgang 2020 bestückt gewesen. Aber Bernd, erzähl uns noch mal ein bisschen mehr. Genau. Also vielleicht erstmal was zur Lage. Mhm. Das Steinerne Bild, beim Steinernen Bild heißt es ja offiziell, ist ein relativ kleines Gewann, was lange Jahrzehnte nach dem Weingesetz 1971 eigentlich verschwunden war. Mhm. Und jetzt ist es ja so, im Zuge der Weinrechtsreform hat man ja im Prinzip hier oder will man die geografische Herkunft nach vorne bringen, wie es in Frankreich auch der Fall ist. Und in diesem Sinne haben wir eigentlich dann gesagt, wir gehen hin und holen wieder ein paar Lagen aus der Versenkung, die uns das wert sind. Ja, das ist, ich sag's mal ganz salopp, so ein bisschen wie die alten Nummernschilder wieder zurückholen. Ja? Aber natürlich kommen da nur ein paar bestimmte Lagen in Frage, einfach die wertvollen. Und das haben wir hier in Musbach schon begonnen. Wir haben also das Steinerne Bild zum Beispiel wieder aktiviert. Wir haben den Roten Stein aktiviert und wir haben den 30 Morgen aktiviert. Das sind drei sehr unterschiedliche Lagen, aber drei wertvolle Lagen. Und jetzt ist das Steinerne Bild hier jetzt mal im Fokus als Riesling. Katja hat es ja schon gesagt, ich musste da nochmal wechseln. Deswegen habe ich auch zwei Gläser vor mir, weil ich jetzt beide Weine besprechen werde. Du hast ein Glück. Ja. Du hast ein Glück, weil mir hat es nur für ein Glas gereicht. Also. Und ich fange an mit denen, die auf ihrem Etikett vorne 2020 stehen haben. Ja. Und das ist einfach der neue Jahrgang, jetzt seit 4 Wochen gefüllt. Und wie der neue Jahrgang so ist, sind die Weine eben sehr, sehr fruchtig, geprägt von den Gärungsestern. Und wenn wir reinriechen, und dann riecht man genau das, ein Blumenmeer, gewissermaßen tropische Frucht, ein bisschen Ananas, Zitrus, grüner Apfel. Ein ganz reifer Wein, weil das Steinerne Bild gehört bei uns zum Lagensegment. Das heißt, wir warten sehr lange, bis der Weinberg die Reife erreicht hat, lesen dann mit der Hand. Und das Steinerne Bild ist eigentlich klassischerweise der letzte Weinberg, den wir lesen. Und als jugendlicher Wein immer sehr, sehr ausgeprägt, was die Aromatik angeht. Ich stelle jetzt mal den Bogen her, ich schlage den Bogen zum
2019er. Das steinerne Bild ist eher so ein eleganter Vertreter des Rieslings. Also finessenreich, sehr vielschichtig, in der Jugend sehr stürmisch, was die Aromatik angeht. Und jetzt wechsle ich zum 2019er. Das sind ja die meisten Weine, die wir da noch verschickt haben. Und hier merkt man, diese stürmische Frucht ist ein bisschen zurückgegangen, die Ester sind ein bisschen zurückgegangen und es ist gekommen, so eine reifere Frucht des Rieslings. Der Wein bleibt elegant. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptmerkmal des steinernen Bilds. Und dennoch immer noch ein bisschen was Fruchtiges, eher aber so reif. Und wenn Sie den Wein mal kosten, dann ist es einfach ein feiner, verspielter Riesling, auch mit der passenden Säure, der so ein bisschen im Mund so, so ein paar Kaskaden runter macht und einfach vielfältig ist, nicht zu plump. Und die Säure, das ist ein Element, die braucht er einfach, ja, um einfach dieses Verspielte ins Glas zu bringen. Du hast es toll erklärt. Ich finde diesen Wein hervorragend, auch passend zu dir. Ich meine, wild und stürmisch in der Jugend, wenn ich mir deine Vita so betrachte, passt es ganz gut zu dir. Jetzt etwas gesetzter. Ich meine, steineren Gesichtsausdruck magst du eher nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Aber ich muss dazu sagen, ich finde es auch ganz faszinierend. Wir kennen uns ja doch schon einige Jahre. Mhm. Und liebe Zuschauer, ich meine, er ist wirklich ein Multitalent. Er ist Önologe, er hat ja in Geisenheim studiert. Als er damals von Musbach wegging, hat er eigentlich sich erstmal anderweitig orientiert. Er ging nach Kaiserslautern. Deswegen kann man auch sagen, du bist ein Quereinsteiger, richtig? Ja, das hatte ich ja schon mal benutzt, das Wort. Ja. Ja. Wenn man es mal ganz genau sieht, bin ich ein Quereinsteiger. Mhm. Ich komme aus einer kaufmännisch geprägten Familie, die immer Weinberge besaß, im kleineren Umfang. Also ich sag mal jetzt, meine Mutter hat 1935 Weinberge geerbt, so ungefähr von ihrem Großvater, und die haben wir immer mitgeschleppt. Und mein Vater war Weinhandelskaufmann und hat auch zu Beginn mit Wein gehandelt, und dann ist es aber ein Getränkevertrieb geworden. Wir haben dann also Getränke gehandelt, aber der Wein blieb immer im Hintergrund. Mein Vater hat eigentlich immer Weinbau gemacht. Ich bin da groß geworden. Ich war mit im Keller. Und das ging bis 1978. Und da hat er aufgehört. Ja. Yeah. Und ich war ein Spätstarter. Ich habe dann erstmal Wein, ARUBI, also Raum- und Umweltplanung, studiert. Lag mir dann doch nicht so. Und dann habe ich mich im Sommerurlaub 1981 in Châteauneuf-du-Pape, wir standen hier vor diesen großen Cailloux, vor den Steinen, habe ich mich entschlossen, Weinbau zu studieren. Schon also es hat gewirkt, ja, der Hintergrund, diese langen Jahre im Keller ein bisschen helfen und wenn das Fass aufgeht und die Hefe riecht und so, es hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und letzten Endes habe ich dann doch noch die Kurve gekriegt. Ich finde es herrlich. Wenn man es genau nimmt, bist du auch ein bisschen mein Kollege. Ich meine, wir arbeiten beide in, manche sagen, in der Weinbauschule oder in der Anstalt. Also genauer gesagt am DLR. DLR musst du erklären. Du bist im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum als Lehrer an der Weinbauschule tätig. Ja. Ich wiederum bin die Kollegin am Weincampus. Genauer gesagt, ich habe ja auch schon einen Unterrichtsblock bei den Wirtschaftern absolviert und habe dort unterrichtet. Somit waren wir auch schon mal direkte Kollegin. Jetzt bin ich ja wieder in Elternzeit durch unser drittes Kind. Aber lieber Bernd, wenn man so schaut, also eine deiner Leidenschaften ist das Reisen. Du liebst es, dich mit den jungen Leuten auszutauschen, aber genauso in der Welt herumzukommen und ein bisschen was über die Weine eben außerhalb der Region kennenzulernen. Was war denn so dein spannendes Weinerlebnis? Mein spannendes Weinerlebnis bleibt eigentlich mein Praktikum in Australien nach dem Studium. Das war 1986 und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, die Pfalz 1986 war im Umbruch. Ja.
Es ist sehr viel spontan vergoren worden, sehr viel Betonbehälter, Kühlung gab es keine und so weiter. Mhm. Und ich bin dann als Jungingenieur quasi nach Australien, natürlich hier dachte ich, es wäre der Wahnsinn, was ich alles weiß. Und da habe ich einfach mal so die Grenzen gesehen. Ja. Ganz andere Rebsorten, keine Rebsorte die, außer Riesling, die ich überhaupt gekannt habe. Vollkommen viel weiter in der Entwicklung schon, vollkommen anderes Vorgehen. Und der Betrieb, wo ich gelandet bin, das war eigentlich ein Top-Betrieb in Australien mit Hubschrauberlandeplatz. Ja, da sind also die Leute von den Top-Restaurants eingeflogen. Und das war schon eine andere Welt. Schon eine andere Welt. Das war schon prägend und das hat mich geprägt in dem Sinn, dass ich heute Wein baue. Und das ist ja oft so, wenn junge Menschen heute in die neue Welt gehen, dann werden die das Gleiche erleben auf einer anderen Basis, weil sie eben der Sprung nicht mehr so groß ist. Aber wenn man da hinkommt, dann sieht man einfach mal, wie das sein kann, ja, wie Weinbau sein kann, wie das angenommen wird, wie das Publikum das auch toll findet und, und. Hattest du damals eigentlich auch immer hohe Schuhe tragen müssen, wegen den Schlangen und Handschuhe, wegen den Redbacks, und nachts ist vor allem der Wein gemacht worden? Wir waren ja eine vollkommen aus dem Boden gestampfte Kellerei, die Tanks im Prinzip in Wellblech eingefasst und vollgemacht mit Styroporkugeln zur Isolierung. Ja. Alles 22.500er Tanks, aber es gab eine Kühlung, die war vom Feinsten. Ja. Also wir könnten das noch vertiefen. Ja, ich meine, ich war 2001 da mal in Australien, ich habe in der Nachbarschaft in Barossa Valley gearbeitet, aber wir kommen jetzt wieder zurück in die Pfalz. Ja. Liebe Zuschauer, ich glaube, Ihr Glas ist wahrscheinlich jetzt auch schon ausgetrunken mit dem zweiten Wein. Wir haben ja noch weiteres vorbereitet. Und jetzt kommt wieder Bastian ins Spiel. Jetzt kriegen wir erst was zu essen. Halt, wir kriegen noch was zu essen. Um Himmels Willen, lieber Jörg. Oh Jesus, ich riech's doch eigentlich schon. Das klettert schon. Für die beiden Rieslinge hat uns Jörg Friedrich von der Spinne, der Hart, ein Zanderfilet vorbereitet. Das sieht gut aus. Bitte sagen Sie ein bisschen was dazu, was es genau ist. Also, da haben wir klassisches Gericht zum Riesling. Und zwar ist das ein gebratenes Zanderfilet und der Trüffel-Kartoffelschuppen mit einem Rahmkraut und einem getrüffelten Kartoffelpüree. Sehr gut. Dein Tipp für zu Hause zum Nachkochen. Wie lange brät man eigentlich einen Zander in der Pfanne und ist die heiß? Hast du ein paar Tipps? Also man sollte die Pfanne nicht zu heiß machen, weil normalerweise Fisch nur auf einer Seite gegart wird, damit der Fisch schön gleisig bleibt. Vielleicht im letzten Moment einmal umdrehen und dann aus der Pfanne raus und anrichten. Zur Dauer, wie lange das braucht, das kommt eben darauf an, wie dick der Fisch geworden ist. Okay, und wer jetzt gerne Riesling trinkt, aber keinen Fisch mag, der nimmt was? Ja, dann würde ich zu einer hellen Fleischsorte raten, irgendwie so Kalb, was in die Richtung. Kalb hört sich auch gut an. Super, vielen Dank. Gerne. Wir werden erst hinterher richtig genießen, wir werden jetzt vor Ihnen nicht schmatzen, keine Sorge. Aber es sieht genial aus. Aber es riecht gut. Wahnsinnig gut. Und warum passt jetzt der Riesling dazu? Genau. Und das müssen wir nochmal kurz besprechen. Fisch ist ja ein eher filigranes Gericht. Ja. Das jetzt auch hier ein bisschen, aber nicht so von Röstaromen und sonstigem geprägt ist. Und der Riesling in seiner Finesse kann den vollkommen perfekt begleiten. Und wir haben ja hier eine Buttersoße. Und diese Buttersoße wird von der Säure des Rieslings ein bisschen aufgelockert und so passt das eigentlich perfekt zusammen. Spannend finde ich auch, es sind zwei sehr unterschiedliche Rieslinge. Während im Bastian sein Riesling etwas mehr Eleganz und etwas Leichtigkeit noch transportiert, kommt bei dir etwas mehr Kraft und noch Struktur hinzu. So empfinde ich es zumindest. Mehr Frucht wahrscheinlich auch. Beim 20er. Also ich habe den 19er jetzt im Glas. Also der 20er, aber es sind eine Opulenz 19er. Opulenz auch bei dem 19er. Genau. Ja. Sehr gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu unserem nächsten Wein. Jetzt erwartet uns ein Weißburgunder Chardonnay. Genau. Erstmal hier ausgibt. Das Ganze ist ja auch ausgibt. Ja, das ist Wasser bei mir. Achso, super. Katja, ja. Gut. Danke. Willst du mal was sagen? Ach, was?
Liebe Zuschauer, liebe Weingenießer, Weißburgunder Chardonnay von der Weinmietmanufaktur. Wir haben eine sogenannte Weißwein-Cuvée. Wie ist denn der Anteil, ja, Bastian? Also Weißburgunder Chardonnay ist eine Cuvée aus 65% Weißburgunder, 35% Chardonnay, 2019er Jahrgang wieder. Bernd, du hast angesprochen Australien, das ist ja auch eigentlich eins der Länder, was einem bei Weißwein-Cuvée und auch bei Chardonnay in den Sinn kommt. Genau. 2019 war der erste Jahrgang, in dem wir die Cuvée bei uns in der Weinbietmanufaktur auch erzeugt haben. Mhm. Und meine Idee oder so der Initialpunkt dieses Weins war eigentlich die Eleganz, die Frucht des Weißburgunders mit der Exotik, die Chardonnay entwickeln kann und der Kraft auch zu verbinden. Ein Teil von dem Chardonnay ist auch im großen Holzfass vergoren, sodass wir da diese leichte Würze und Röstaromen beziehungsweise auch die Reife im Holzfass dann vollzogen haben, was den Wein deutlich komplexer macht. Und ja, ich finde, Weißburgunder ist eigentlich eine meiner Lieblingsrebsorten nach dem Riesling, und Chardonnay ist eine Rebsorte, die bei uns in den hiesigen Weinbergen auch sehr gut, wahnsinnig gut gedeiht. Ja. Ja. Bei uns im Betrieb, ja, wir bauen seit etwa 25 Jahren Chardonnay an, mhm, und das sind auch dann die älteren Anlagen, die hier für diesen Wein dann entsprechend herangezogen wurden. Das Tolle ist ja gerade für die Zuschauer zu Hause, wer jetzt mit Säure Probleme hat und aber trotzdem allem immer wieder gerne Weißwein trinkt und genießen möchte, ist beim Weißburgunder Chardonnay, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Das ist richtig. Ich meine, Riesling ist klar die Rebsorte, die für die Pfalz oder für deutschen Wein auch steht und die wahnsinnig interessant ist auf unterschiedlichsten Terroirs. Das ist das, was wir können. Mhm. Terroirs, das, was wir seit Jahren, Jahrzehnten können. Und auch unterschiedliche Weine in einem sehr, sehr schmalen Korridor. Ich meine, steinendes Bild, Herrenletten, die Entfernung 3 Kilometer. Ja, das sind aber schon Welten. Hab's nicht nachgemessen, aber es sind geschmacklich sind es Welten, wie du sagst. Mhm. Und die ganzen weißen Burgunder, also Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, zählt man ja geschmacklich auch dazu, ist dann schon nochmal ein anderes Spektrum, was sich auch gerade für die Speisebegleitung und auch nochmal ganz andere Aspekte letzten Endes dann in die Aromatik auch einpflegt. Ja, ich glaube auch, dass man nochmal vielleicht ein bisschen drüber sprechen müssen. Es ist ja nicht nur der Chardonnay, nicht nur der Weißburgunder, Grauburgunder. Es sind ja diese ganzen Burgunder in den letzten 20 Jahren sind ja extrem nach oben gegangen, auch was die Fläche angeht. Und es hat viel damit zu tun, dass wir so ein bisschen von der sauren Ernährung weggerutscht sind insgesamt, ja, so ein bisschen mehr basisch alles ist, dass Essen in Deutschland eine viel größere Rolle spielt in der Breite, als das früher der Fall war. Und dass da die Mehrzahl einfach so ein bisschen säure, reduziertere Weine dann nimmt. Und deswegen sind diese Sachen eigentlich so nach vorne gekommen. Aber ich habe noch eine andere Frage, Bastian. Bastian, ich bin ja Etikettenfreak. Ihr steht aus ersten Lagen. Ihr seid so ein bisschen hier der Revolutionär. Was heißt das für euch? Letzten Endes sind zwei Lagen, die wir hier in der Cuvée auch vermählen. Das ist zum einen mal die Eselshaut, die gewanne Hunsrück, 30 Morgen, also eher die so ein nördlicher Hügel, wo der Weißburgunder wächst, und dann relativ benachbart der Glockenzehnt, aber eher nach Süden hängend, und beides kräftige Lössböden. Kalklöss, du sagst es. Und für mich ist es eine Kombination aus beiden. Also es sind zwei Rebsorten, die miteinander spielen, und es sind aber trotzdem auch zwei Terroirs, die miteinander kombiniert werden. Und das macht eigentlich, du hast es vorhin angesprochen, Katja, eine Cuvée, okay, aber eine Cuvée ist mehr als die Summe ihrer Teile, sondern eigentlich eine Multiplikation, etwas Besseres. Und das versuchen wir eben in den Wein zu bringen. Von daher passt für mich auch der Begriff. Zum Wein ist zu sagen, wir haben hier auch den 2019er Jahrgang,
Und 2019 ist ja schon angeklungen, ist ein sehr reifer Jahrgang. Der Weißburgunder mit Sicherheit diese fruchtausprägende Komponente in diesen Wein bringt und der Chardonnay eher dann eine exotischere Komponente. Aus meiner Sicht sind so Mirabelle, Birne, auch vielleicht ein Tick Maracuja, die Aromen, die dann in dem Wein jetzt vorstechen. Und du hast die basische Ernährung angesprochen, Bernd. Es ist ja ein sehr harmonischer, säurearmer oder niedrigere säurehaltiger Wein, der dann auch, sagen wir mal, zu sehr, sehr vielen Gerichten funktionieren kann. Mhm. Gericht, das wäre jetzt wieder unser Stichwort. Jörg, du hast für den Weißburgunder Chardonnay eine Suppe zubereitet, richtig? Jawohl. Er kommt. Hier ist er. Ich weiß, ich habe mal bei in so einem Weinführer gelesen, es gibt, also man kann Wein mit vielen Gerichten ergänzen, aber bei der Suppe wird es immer schwierig. Aber du hast es geschafft und das ist vielleicht auch dieser Tipp für Sie zu Hause. Es gibt hervorragende Suppengerichten, die man wunderbar auch zu schönen, eleganten, frischen Weißwein kreieren kann. Und du hast uns eine Zitronengrassuppe gemacht. Mhm. Die hat auch so ein bisschen Wumms, also die ist ein bisschen schärfer. Die beinhaltet viel Kokosmilch, also was die ganze Sache ähnlich wie Sahne abrundet. Mhm. Und ich finde, dass halt dieser Chardonnay Weißburgunder gerade zu so, ich sag mal, so ein bisschen asiatisch angehauchten Gericht wunderbar dazu passt. Mhm. Also es duftet hervorragend, Jörg. Ich glaube, dass so diese, wir haben ja hier in dem Wein so eine kühle Eleganz, aber trotzdem eine exotische, opulente Frucht vereint. Und ich wäre gespannt, es jetzt auszuprobieren. Das Schmatzen, das ersparen wir Ihnen jetzt, Gott sei Dank. Aus meiner Sicht ist es eine hervorragende Wahl zu den Weinen. Alles klar, vielen Dank. Prima, danke schön. Wir haben Fragen aus dem Chat. Einmal, wie lange hält sich eine offene Flasche? Was sagt ihr dazu? Ich verstehe die Frage nicht. Verstehst du die? Ja. Ich verstehe weiter. Ihr seid unmöglich. Ja. Okay, also wenn die Weine angebrochen sind, möchten vielleicht einige Genießer noch 2-3 weitere Tage davon kosten können. Bleibt denn da die Stilistik der Weine oder verändert er sich? Beziehungsweise wie lange würdet ihr empfehlen? Also die Weine, die wir jetzt verkostet haben, die gewinnen mit Sicherheit auch noch etwas mit Luft. Gerade der die beiden 2019er Rieslinge, auch der Weißburgunder Chardonnay. Den 2020er Riesling, Bernd, das müsstest du uns sagen, weil wir ihn jetzt leider nicht probiert haben, aber der Teil des Publikums, der den 20er Riesling hat, das ist sicher einer, der jetzt momentan noch von den Primäraromen ist. Also ich würde mal sagen, je jünger der Wein, umso länger hält er sich. Ja, also wenn ich jetzt also 20er Weine in den Kühlschrank stelle, das kommt natürlich immer darauf an, wie viel noch in der Flasche drin ist. Ja. Aber ich sag mal jetzt halbe Flasche, 5 Tage kein Problem. Es wird ja auch keine Veränderung in dem Sinn eintreten, sondern es ist nur so, dass ein Teil der Aromen nach oben abdampft und der Wein hat einen Ticken, nach 2-3 Tagen einen Ticken weniger Frucht. Ja, aber ansonsten ist dem nichts passiert. Wenn wir aber dann, sag mal, einsteigen in die älteren Weinjahrgänge, dann wird es natürlich schon anders. Also der 19er halte ich noch für unproblematisch, 2 Tage, 3, ja, aber wenn es dann älter werden würde, was ja hier nicht vorkommt, und dann muss man einfach die Zeit verkürzen. Man könnte auch sagen, wenn der Wein einfach nicht mehr schmeckt, dann ist Zeit, dass man einfach ein neues Gericht kocht, ne? Oder so, oder so. Okay, oder man könnte auch unter anderem den Wein in kleinere Gebinde füllen, dann ist weniger Sauerstoff im Kontakt. Das ist eine bisschen kritische Aussage, ich sehe schon an deinem Blick, schon, weil man nie weiß, was das kleinere Gebinde ist. Nee, das ist einfach, wenn du den umschüttest, dann kriegt er so viel Sauerstoff, dass er dann... Lieber noch 5 Tage liegen lassen, dann ist dann genau. Weniger Sauerstoff drin. Laden sich ein paar Leute ein, das darf man in Corona-Zeiten leider nicht so richtig sagen. Gell? Schade. Okay, wir haben noch eine Frage von Elisabeth an Herrn Weig. Ja, Weinbautechnik, das ist natürlich jetzt, also ich nehme mal an, dass Weinbautechnik
Also es geht darum, wenden Sie Weinbautechnik aus Australien? Ja, das ist natürlich jetzt sehr speziell. Ne? Ah. Weinbautechnik ist Weinbautechnik und Kellertechnik ist Kellertechnik. Mhm. Ich nehme an, dass die Frage ein bisschen auf den Weinausbau zielt. Weil Weinbautechnik wird ja im Prinzip die Arbeiten im Weinberg umfassen. Und ich beziehe mich jetzt mal aber auf die Kellertechnik, also den Weinausbau im Keller. Mhm. Und da ist es einfach so, dass inzwischen die Önologie, die Technik weltweit auf dem gleichen Stand ist. Mhm. Ja? Die Australier waren mal zu der Zeit, wo ich in Australien war, waren die 10 Jahre vor uns. Mhm. Und das ist aber alles angeglichen im Prinzip. Ja, also heute Ausnahmen sind, sagen wir, Extrembetriebe, die ein sehr extremes Marketing mit sehr extremen Weinen betreiben. Die will ich jetzt mal hier ausnehmen. Aber 98% der Betriebe arbeiten einfach mit einer gewissen Vorklärung der Moste, dann Kühlung, das muss jetzt nicht so extrem sein, so dass die Weine zwischen 17 und 19 Grad vergehren und dann einfach eine Filtration. Und im Großen und Ganzen würde ich das mal jetzt so auf diesem Punkt stehen lassen. Mhm. Und es war damals, als ich da hingekommen bin, war das in Deutschland einfach noch nicht so. Ja. Aber heute sind wir natürlich, wir sind so gewachsen und so haben uns so fortentwickelt in den letzten, sagen wir, von 0, von 2000 bis 2015. Wahnsinn. Ja. Also du meinst, wir spielen auf internationalem Niveau mindestens mit? Ja, es ist einfach, es gibt kein internationales Niveau, sondern es ist, die Kellertechnik ist überall gleich. Man kann es, glaube ich, auch gar nicht mehr so unterscheiden wie noch vor 20, 30 Jahren. Denn letztendlich, man ist während der Ausbildung schon mal in verschiedenen Regionen, verschiedenen Weingütern rumgekommen. Man nimmt diese Ideen auch mit nach Hause und überlegt sich, kann ich es anwenden oder nicht? Macht es Sinn? Es ist einfach, jetzt lassen wir mal so Regionen wie Jura mit den oxidativen Weinen und so, lassen wir mal die alle weg und dann die ganzen Quellrivergärer und so. Nehmen wir mal nur weltweit alle die, die nur anständige Weine machen wollen, die sie an Menschen verkaufen wollen. Ja. Ja? Und das ist einfach das Ziel und die arbeiten alle gleich. Okay. Weil, mein Credo habe ich heute Abend noch nicht so ganz angebracht, aber das kommt jetzt, weil der Unterschied, den macht ja das Lesegut. Mhm. Ja. Wo kommen die Trauben her? In welchem Weinberg sind die gewachsen? Wer hat die kultiviert? Mhm. Und wer erntet die und verarbeitet die dann zu Wein? Mhm. Das ist ja der entscheidende Punkt. Mhm. Und da spielt eine Rolle, wie ist das Klima an dem Ort, wo diese Reben gewachsen stehen, wo diese Trauben wachsen? Welche Reife gönne ich diesen Reben? Zu welchem Zeitpunkt lese ich? Das ist ja alles viel, viel wichtiger als dieser ganze Kellerquatsch. Ja. Das heißt, der technische Prozess ab dem Zeitpunkt, die Trauben sind geerntet, ist eigentlich darauf ausgerichtet, möglichst wenig Einfluss zu nehmen, möglichst neutral in den Wein zu wirken. Mhm. Eigentlich die wertgebenden Inhaltsstoffe der Traube möglichst unbeschädigt in den Wein zu übertragen. Mhm. Das wäre der perfekte Deal eigentlich. Sehr gut. Ja? Du bist ein Pionier in einer Rebsorte, die uns jetzt auch gleich erwarten wird. Genau. Ich kündige an dieser Stelle unseren nächsten Wein an. Liebe Weingenießer, jetzt kommt der Sauvignon Blanc. Wo ist er denn? Kommt. Wollen wir ihn reinlassen? Ja. Ich muss gerade mal mein Glas ein bisschen spülen hier. Obwohl das... So. Sauvignon Blanc, lieber Bernd. Ja. Darf ich noch mal zu dem Gericht kurz kommen? Weil eigentlich ist ja diese Suppe von ihrer Schärfe und ihrer asiatischen Prägung ein Paradebegleiter für Sauvignon Blanc auch. Ja? Das ist richtig. Weil die klassische Küche oder Regel hier ist ja, dass diese Fruchtaromen und auch durchaus die Säure des Sauvignon Blancs hier mit dem Gericht mit können, mit diesen eher scharfen Aromen, dass sie diese scharfen Aromen aushalten und dass da durchaus eine Harmonie, ich bin jetzt eher ein harmonischer Vertreter dieser Küchenregeln, dass da eine Harmonie geschaffen wird. Und Sauvignon Blanc passt hier wirklich auch ganz gut. Gut, aber jetzt mal den Wein. Okay, machen wir den Wein. Genau. Jetzt riechen wir alle. Ich habe schon gerochen. Ja, danke. Wir riechen jetzt mal alle in den Wein.
Und also Sauvignon Blanc machen wir seit 25 Jahren. Mhm. Und das ist so für mich einer der allerbesten Sauvignon Blancs, die wir gemacht haben bis jetzt. Weil er einfach von der Aromatik, also ich bin jetzt eher kein Vertreter der französischen Linie, also keine Frucht, sondern ich komme eben so ein bisschen aus diesem neuen Weltmilieu und ich will diesen Sauvignon Blanc haben, ich will diese Frucht haben und ich komme gleich nochmal drauf, das ist auch inzwischen halt möglich bei uns. Und wenn man reinriecht, einfach geil, es ist einfach alles drin, ja. Von Maracuja angefangen, über Pfirsich, der ganze Korb tropischer Früchte. Und so will ich ihn machen, vielleicht finden es manche nicht so toll, aber meiner ist das. Ja. Und wir sind ja noch gar nicht fertig, sondern es ist ja jetzt von der Aromatik her schon ganz starker Auftritt. Ja. Mhm. Und dann müssen wir den ja nochmal verkosten. Also ich finde, es ist eine richtige Buchbrumme, ein richtig lauter Wein, würde man sagen. Und es macht Spaß, weil er diese Explosion an Aromen und diese Vielfalt, ja, ist fantastisch. Also wer jetzt zu Hause sagt, ich schmecke nichts im Wein, also da stimmt was nicht. Fruchtattribute, ja. Der kommt wirklich sehr präsent daher. Aber ich finde ihn trotz allem elegant und ausgewogen. Also es ist nicht so laut, dass man sagen jetzt noch mal, würde. Also es ist nach einfach so. Glas ist Schluss. Sauvignon Blanc ist eine Rebsorte, die nicht nur diese Frucht hat oder haben muss, sondern er muss auch diese Strahlkraft haben, diese Expressivität, diese Explosion, die auch von der Säure kommt. Und das schafft er auch. Er ist jetzt ein bisschen jung. Man hat ja auch im Mund diesen Fruchtgeschmack, was ja eigentlich nur über retronasalen Gang möglich ist. Und die Säure trägt ihn jetzt so wunderschön nach hinten raus, ja, und auch Sauvignon Blanc kann auch wunderbar altern, und auch der, gerade solche Jahrgänge, können dann ein paar Jahre alt werden, ohne dass sie kippen. Das ist prima, dass du das ansprichst. Wir haben nämlich aus dem Chat wieder eine Frage, wie lange kann man Weißweine lagern? Natürlich ist es allgemein auf Weißweine ausgelegt, aber fangen wir mal deinem Wein an. Was würdest du empfehlen, wie lange kann er im Keller liegen? Also er wird sich verändern, das ist klar. Diese expressive Frucht wird ein bisschen zurückgehen. Er wird immer Frucht haben, aber diese Frucht wird sich verändern. Das geht dann so ein bisschen in Melone später über. Kann man auch gut finden, ist auch okay. Aber wir haben zum Beispiel, wir haben die Weine zurück bis 1996 in den ersten Jahrgang, den wir dann verkauft haben. Und es gibt Jahrgänge, vor allem die kühlen, witzigerweise, die immer noch ein total gutes Standing haben. Die warmen Jahrgänge waren eher problematisch oder sind heute eher problematisch. Machst du das an der Säure fest letztendlich? Ja, das mache ich nicht an der Säure fest, sondern an der Frage, ob ein Jahrgang kühl oder warm ist. Es geht ja um die Aromenausprägung kühle Jahrgänge, in der Traube von Sauvignon Blanc. Kühle Jahrgänge bringen eine Fruchtaromatik bei Sauvignon Blanc, die sich länger hält. Ja. Ja? Und warme Jahrgänge bringen weniger Frucht, ja, und dann hält sich das auch. Es ist auch eine Wasserfrage. Also da kämen wir jetzt so in dieses klimatische Ding rein. Muss ich nochmal überlegen. Ja, das müsste man eigentlich, die Karte müsste man hier ziehen. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen rede. Du meinst, also Sauvignon Blanc hat seinen Zenit fast schon überschritten in der Pfalz? Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber es gab schwierige Jahre zu Beginn. Ja, also weil, ich habe ja gesagt, der Knackpunkt war 87, dass der Schalter umgelegt wurde. Und wenn ich an 96 denke, meinen ersten Jahrgang, dann war der super fruchtig, aber auch super säurebetont. Und seit dieser Zeit sind 25 Jahre vergangen. Ja. Und die klimatische Entwicklung ist halt dramatisch. Der Weinbau jetzt, oder wir, sind im Moment die Gewinner dieses Klimawandels, das wird sich ändern, will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist einfach so, das gilt für die ganzen Weine, die hier stehen, wir können einfach den Lesezeitpunkt bestimmen. Wir haben seit Jahren keine Fäulnis mehr oder kaum noch Fäulnis, was uns ja früher in den 80er, 90er Jahren ständig begleitet hat. Wir haben Lesegut, Trauben, die haben wir nie gehabt. Ja, wir sind am
Zenit, wie du gesagt hast. Ja. Ich hoffe, dass das relativ lange hält. Aber Bernd, wir haben jetzt vorhin Rieslinge gehabt, das ist ja die Rebsorte der Pfalz. Ja, ich weiß nicht, deine Historie geht länger zurück, aber vor 30 Jahren hat man den Riesling nicht am 15. September geerntet, sondern am 15. Oktober. Ja. Und man hat den Sauvignon Blanc in 96, hast du gesagt, der erste Jahrgang, den ihr verkauft habt, nicht Anfang September geerntet, sondern womöglich Ende September. Also es verändert sich. Wir haben momentan noch die Möglichkeit, früher zu ernten. Die klimatische Veränderung ist dramatisch, aber die deutschen Winzer haben auch Techniken entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Man hat also Freistellung der Trauben, sage ich mal, gegen die Fäulnis. Man hat einfach in den letzten Jahren relativ viel gelernt. Mhm. Unser Problem oder die Hauptfrage wird sein in Zukunft, wie viel Wasser haben wir? Mhm. Das ist im Moment noch im Lot. Und insofern können wir auch in so einem trockenen Jahrgang wie 2020 eben diese Aromen aus der Sauvignon Blanc Traube rausholen. Mhm. Lieber Bernd, ich möchte mal noch auf deine bessere Hälfte zu sprechen kommen. Oh ja. Seit 2006 ist deine Frau Joan mit im Team Weig, also in eurem Weingut aktiv. Und ich finde es eine unglaublich schöne Liebesgeschichte. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Flasche betrachten, dann sehen Sie zwei Löwen, die so aufeinander zugehen. Der Löwe steht für das Sternzeichen der beiden. Ihr seid beide im August geboren. Respekt, wenn ich da an unsere Zwillinge denke, die sind auch im August geboren, die haben jede Menge Power. Ihr auch. Ja. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Erzähl mal ein bisschen. Ja. Also Löwe, ne? Zwei Löwen, ein Herz, ein Wein. Mhm. Das ist eigentlich so das Motto. Es ist einfach erklärt. Wir kennen uns schon lange, lange Jahre. Mhm. Und es ist einfach so gekommen, wie in manchen Leben es kommt. Ja. Mhm. Man kommt nicht mehr zurecht mit seinem Partner, man wird geschieden. Und so war es. Wir waren beide eigentlich auf dem Weg zur Scheidung und dann hört der eine vom anderen, also ich habe dann gehört, dass sie auch geschieden ist, und hört dann der eine vom anderen und ja, und dann guckt man mal. Ne? Das Leben muss ja weitergehen und dann haben wir mal geguckt und nochmal und ja. Aber du hast und nicht so, nur deine Liebe gefunden, sondern eine Partnerin im Wein. Ja, aber jetzt können wir mal erst, das ist jetzt nicht das Ziel hier. Also Also ich wollte jetzt nicht eine Mitarbeiterin finden. Ja, das ist mal ganz wichtig. Ja. Also nach dem Motto, Liebe vergeht, Hektar besteht. Ja, sowas, ja. sondern wir haben einfach uns da ein bisschen näher kennengelernt und irgendwie hat sowieso schon gefunkt gehabt und dann hat meine Frau sich entschieden, eigentlich in die Pfalz zu ziehen und im Weingut mitzuarbeiten. Und das hat nicht allzu lange gedauert. Dann haben wir eigentlich ein ganz gutes Team. Also wir haben ja einen kleinen Betrieb mit nur 6 Hektar. Mhm. Und ich gehe ja auch noch arbeiten, und zwar richtig. Mhm. Also an ihr hängt schon relativ viel. Ich meine, dein Beruf als Lehrer an der Weinbauschule muss ja auch gehandelt werden. Sie das macht vor allem zu Hause den Hof. Sie ist, also egal Verkauf. Wann ich zu euch komme, sie ist immer da. Sie macht den Verkauf, sie macht die Buchhaltung. Du bist wiederum mehr im Keller aktiv. Ja. Ihr ergänzt euch hervorragend. Also es macht richtig Spaß. Ich freue mich immer, wenn ich euch beide begegne. Muss man sagen, das Team Weig hat Energie. Ja, da ist Löwe auf dem Etikett genau richtig. Genau. Ja. Ja. Toll. So, ich komme wieder auf Jörg zu sprechen. Lieber Jörg. Wir haben jetzt an dieser Stelle ein Gericht, was zum Sauvignon Blanc, aber auch zu unserem nächsten Wein sehr gut passt. Uns erwartet dann ein Thunfisch mit Blumenkohl-Kimchi, richtig? Ganz genau. Der Thunfisch ist vorher etwas mariniert worden, scharf angebraten, Blumenkohl-Kimchi und jetzt auf dem Teller im Speziellen habe ich noch einen Blumenkohl-Tartar dazu gemacht. Klasse. Ja, lieber Bastian, wir verabschieden uns an dieser Stelle bei dir. Genau, nimm die Gläser mit. Ich mache einmal Platz. Der Hausherr kommt. Für den Hausherrn. Genau. Wo ist er denn? Und mein Reilotte. So.
An dieser Stelle, meine Damen und Herren, wenn man das Weingut Wilfried Völker betrachtet, da haben wir ein altehrwürdiges Anwesen. Sie haben es vielleicht beim Intro schon gesehen. Der Flug der Throne hat einen Teil der Weinberge gezeigt. Das alte Herrenhaus, Gutshaus, dann hier hinten der Neubau, der Coop, in dem wir auch sitzen, unsere Vinothek. Sie sehen es jetzt wahrscheinlich nicht, aber er hat hier hervorragend die Moderne mit Tradition verbunden. Über uns hängen prachtvolle Kronleuchter, aber ansonsten hat er auch sehr viele schicke Elemente mit dazu genommen. Er wird uns jetzt gleich seine Scheurebe präsentieren. Bis er da ist, Bernd, ich komme nochmal auf dich zu sprechen. Genau. Wenn du jetzt ein Glas Wein trinken würdest mit einer Persönlichkeit, die lebendig oder tot, lassen wir jetzt mal offen, steht, wen hättest du gerne am Tisch? Ja, also ich muss jetzt nochmal auf Australien. Also ich würde schon meinen Chef in Australien, Brian Crozer ist das, eine absolute Kapazität, natürlich heute 83 Jahre oder sowas alt, der australischen Weinindustrie gewesen, ganz cool, immer relaxed und hat einfach, und das habe ich mir eigentlich so mitgenommen, diese wissenschaftliche Herangehensweise an den Wein, ja, und immer wissen, warum man was tut mit dem Wein, ja. Und das wird ja extrem, also jetzt kommt wieder ein bisschen der Lehrer raus, das wird ja extrem unterfüttert. Man kann ja heute, es gibt so viel Forschung über Wein und man weiß sehr viele Dinge, man weiß auch sehr viele Dinge noch nicht und vielleicht wird man es auch nie erfahren, speziell im Rotweinbereich, sage ich mal. Aber Brian Crozer, der war wirklich so ein Typ, der diese wissenschaftliche Approach machte und er war auch ein Gesellschaftsmensch. Der konnte also auch verkaufen, der konnte die Leute einfangen. Es war unglaublich, welche Leute hier bei uns auf dem Weingut waren, ja, die einfach dann mal, und das waren Schuppen. Ja, also das war jetzt nicht hier wie bei Wilfried hier, sondern das war einfach eine Wellblechbaracke. Und Garage da, Winery. Ja, 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 und, aber eine große. Okay. Und da waren Leute da, unglaublich. Ja. Die haben diese Weine verkostet, weil er schon damals, das war ja eher seine Anfangszeit, diese Ausstrahlung hatte. Und dann, wie er älter geworden ist, ist er ja dann zum Grand Seigneur geworden. Ja. Da. Und das ist eigentlich, mit dem würde ich gern nochmal ein Glas Wein trinken. Okay, sehr schön. Aber jetzt muss ich erstmal mit uns vorlieb nehmen. So, ja, das schaffe lieber ich Wilfried, auch. Willkommen in der Runde. Hallo. Wilfried. Ja, prima. Auf geht's. Dein Wein, genau. Du hast immer den Teil, weil du in der Mitte bist, du hast den Part mit dem Einschenken. Das kriege ich hin. Gut. Das kriege ich hin. Super. Bis du eingeschenkt hast aus dem Chat. Bernd, kannst du diese Frage mit einem Satz beantworten? Wie kommt Maracuja-Aroma in den Sauvignon Blanc? Okay, ja. Ein Satz. Ich kann es nicht mit einem Satz, aber ich kann es. Es ist einfach so, Sauvignon Blanc ist eine der wenigen Rebsorten, die ganz viele Aromen in der Beere schon bilden. Und eine Vorstufe ist für dieses Maracuja-Aroma, wird in der Beere gebildet und wird dann im Laufe der Gärung entwickelt. Also es ist tatsächlich so, dass es aus der Traube kommt und das macht ja Sauvignon Blanc so ganz besonders eigentlich. Dass es eine der wenigen Rebsorten ist, die das kann, ja. Und traubenbürtige Aromen sind jetzt nicht so weit verbreitet, wenn ich jetzt mal an Weißburgunder denke zum Beispiel, da kommt nicht so viel von der Traube, sondern das ist viel aus der Gärung. Aber ich schlage jetzt mal den Bogen zu Wilfrieds Scheurebe, weil es gibt da eine Verwandtschaft. Auch wenn die Scheurebe, sagen wir 1916 schon von Georg Scheu gekreuzt worden ist, dann hat sie eine Aromakomponente zusammen mit dem Sauvignon Blanc, das ist die Cassisnote, die bei ganz reifen Sauvignon Blancs kommt und das hat Scheurebe auch. Und deswegen haben wir hier so ein bisschen diese Tendenz, Scheurebe als deutscher Sauvignon Blanc, ja, weil diese Verbindung besteht eigentlich. Ja. Super, lieber Wilfried,
Jetzt kommen wir endlich zu dir als Hausherr. Wo fangen wir bei dir an? Vielleicht am besten erstmal am Wein. Wenn dir schon der Bernd die Steilvorlage gelegt hat, ja, der Pfälzer Sauvignon Blanc ist die Scheurebe. Wenn man hier reinriecht in die Scheurebe, kommt auch diese, wie vom Bernd kommunizierte Cassis-Note raus. Dann wirklich ganz dezente, wenn man da ein bisschen affin dafür ist, ein bisschen geübt, haben wir auch ein kleines Potpourri von weißen Blüten, ein bisschen Holunder, ein bisschen Apfel. Aber dann kommt dann auch wieder zu Südfrüchte, so Mango, Maracuja. Egal, es gibt da unterschiedliche Präferenzen, auf was welcher Mensch reagiert oder was er sofort erkennt, aber wir haben hier ein ganz breites Spektrum von Aromen, wo wir wirklich viel abdenken und dann die noble, richtig schöne, feine Säure mit einer wunderbaren Länge hier bis zum Abgang in einer Gradlinigkeit und Brillanz und Klarheit, wie ich finde, für 2020. Außergewöhnlich. Ist ja dein Wein. Ja. Du musst ihn ja nur haben. Also ich finde es toll. Es ist natürlich, Scheurebe ist so eine Rebsorte, die man in den 60er, 70er Jahren immer sehr breit, sehr üppig und mindestens halbtrocken ausgebaut hat. Deine Scheurebe ist trocken. Cool. Die hat eine richtig schöne Eleganz. Sie hat 11,5%. Ach je. Also unser Weißwein mit der geringsten Alkoholgehalt. Herrlich. Es ist eine Nische. Die meisten Winzer haben Scheurebe rausgerissen. Du hast sie behalten. Ja. Warum? Weil ich halt solche Weine jetzt kreieren kann. Genau. Weil die Reben, auch der Weinberg, genau dieses Alter jetzt haben, um genau dieses Potenzial aus dem Boden zu lösen. Also die Rebstöcke sind um die 30 Jahre alt und die machen natürlich so eine Trockenheit wie 18, 19, 20. Macht nichts aus. Mhm. Und bei der dementsprechenden Weinbergspflege wie Traubenhalbieren etc. pp. Habe ich natürlich diese Filigranität und diese Leichtigkeit. Das ist toll, ja. Und von daher macht es gar keinen Sinn, diesen Weinberg, der jetzt in der Blüte seines Lebens ist, den rauszuschmeißen. Wo ist er denn gewachsen? Der ist in der Nähe ganz, gar nicht weit von hier, also das kommt Richtung Deidesheim. Richtung Deidesheim, wunderschöne Lage. Ja? Ja, genau. Also er war nicht in der Kamera als Zitrone so über euer Anwesen. Nein. Was habt ihr denn hier vor der Tür gepflanzt? Ah, das kommt noch. Ah, diese Richtung war es Spätburgunder und in diese Richtung haben wir Weißburgunder und Chardonnay gepflanzt. Ich glaube, unsere Zuschauer können das jetzt nicht ganz zuordnen, wo diese und diese Richtung ist. Aber letztendlich, wenn Sie von Neustadt aus Musbach reinfahren, da kommen Sie an so eine Gabelung, wo Sie eigentlich direkt auf die Spitze vom Herrenhof zuschauen. Und links davon sind dann die Weinberge und das Anwesen von Wilfried Völker. Und da ist dann am Anfang der Spätburgunder und dahinter... Nee, jetzt habe ich es umgekehrt. Am Anfang der Weißburgunder. Weißburgunder. Und da der Spiegel. Genau. So, gut. Die wievielte Generation bist du eigentlich? Ich bin die 9. Generation in Folge. Mhm. Und ich mache das Weingut, seit ich 19 Jahre bin. Mit 19 das war so die Generation, das musste man halt machen, das hat man dann halt gemacht. War dann 92, dann kurz für 3 Monate in Burgund. Es ist eben so, damals war es noch so, Bernd Weig war ja mein Lehrer, es so, dass man nach der Winzerlehre nicht direkt den Meister machen konnte oder auf der Technikerschule, man musste 2 Jahre Praktikum nachweisen. Und in dieser Zeit hat man dann gearbeitet und dann habe ich mich dann für den Meisterkurs angemeldet, wo ich dann meine Prüfung 95 mit Bravour bestanden habe. Mit Bravour. Da hat mich der Bernd Weig auch geprüft in Kellertechnik. Den Vogel, ne? Ja, Fehler war ein Vogel, ne? Ja. Ja, so. Und von daher, und seitdem mache ich das, also seit ich 19 bin. Mhm. Also seit 89. Aber du hast den Betrieb stetig entwickelt. Wilfried, das musst du jetzt mal noch ein bisschen sagen. Mhm. Also, ne? Da hat sich doch einiges verändert. Ich habe die Tage gerade mit einem gesprochen, der vor allem dich und deinen Vater auch noch von früher gut kannte. Von das? Fritz Wiedemann. Und er hat es unglaublich schön erklärt. Er hat gesagt, in dem Moment, wenn man so den Betrieb deines Vaters sah, das war natürlich ein sehr großer, sehr prächtiger Betrieb, du hast ihn in die Moderne geführt, du hast es eigentlich toll angepackt und du musstest leider ja schon sehr früh zu Hause mit einsteigen, konntest immer so um die große, weite Welt tingeln. Aber du hast ein starkes Team, was dich mit unterstützt, ob es deine Frau Charlotte, deine Schwester Maike und noch einige andere. Also ich finde es immer wieder spannend,
wie du dich, wie Bernd auch schon sagt, einfach weiterentwickelt hast und verändert hast. Ich weiß nicht, ob man das als Weiterentwicklung bezeichnet. Ich bin einer Tradition treu geblieben. Ich sage immer, das, was ich mache, ist nur eine kleine Geste gegen das Vergessen von Tradition. Weil was habe ich gemacht? Ich habe die Keller wieder so belebt wie vor 300 Jahren. Ich brauche bis zum Abfüllen eigentlich gar keinen Strom, weil ich die Keller von vor 300 Jahren benutze. Das heißt, die hatten vor 300 Jahren keinen Strom. Ich kann bis zur Abfüllung mit Falldruck arbeiten. Heute ist es modern. Heute bin ich ganz weit vorne, weil ich keinen Strom und das ist im Prinzip aber ganz alt. So, ich bin dieser ganzen Tradition bin ich eigentlich treu geblieben und durch die ganzen Gezeiten und durch die ganzen Jahrzehnte ist es eben so, dass wir jetzt wieder der Kreis schließlich da angekommen sind, was vor 300 Jahren State of the Art war, ist heute wieder total hip und modern. Und modern. Genau. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich habe es nicht in die Moderne, sondern ich habe es einfach nur erhalten. Mhm. Und in dieser Tradition perfektioniert. Mhm. Das würde ich sagen. Ja. Und dazu, um auch so zu arbeiten, brauche ich dieses Team, die mir dann auch bedingungslos folgen, weil ich sage, wenn wir das und das machen, und so, ja, wenn ich jetzt was sage und die machen das dann nicht, dann bringt es nichts. Ganz klar. Also ja. Bedingungslos. Ja, bedingungslos. Total nett. Aber bedingungslos. Ja, ganz klar. Ich höre Leute, die schimpft schon im Hintergrund. Auf jeden Fall. Ja, also, schön. Ja, gut. Ja, ist ja so. Würde ich sagen. Du bist ja der Einzige heute in der Runde, der uns auch noch einen Rotwein mitgebracht hat. Achtung. Also. Oh, ich habe leer. Bevor wir dazu kommen. Ja. Okay, wir sollen das Tempo etwas runterschrauben, lese ich gerade. gut, ich muss vielleicht an der Stelle sagen, als wir uns unterhalten hatten, wie lange machen wir denn unsere Online-Weinprobe? Wie umfangreich und was könnte unsere Zuschauer interessieren? Da haben wir halt gesagt, naja, in der Kürze liegt die Würze, gell? Jetzt sind wir wahrscheinlich doch zu schnell. Kein Problem. Aber es ist ja so, dass die Leute und die Zuschauer können ja noch im Chat noch Fragen stellen. Nee, lass mich doch jetzt mal kommen. Ich fange mal an zu reden und dann geht die Zeit schon rum. Das ist ja kein Problem. Weil ich wollte noch mal was sagen. Also wenn wir jetzt von dem Sauvignon Blanc zur Scheurebe gekommen sind, dann ist ja tatsächlich so, wenn man das zu Hause, die Weine sind ja da, zurückprobiert und dann entdeckt man tatsächlich, Der Sauvignon Blanc ist natürlich vielfältiger, weil der Sauvignon Blanc ist, aber man entdeckt ja tatsächlich eine Verbindung zwischen diesen Weinen. Ja? Mhm. Es gibt mindestens 2-3 Aromen, Elemente, die übereinstimmen, ja? Wo die Scheurebe, und das unterstreicht das nur, ja? Dass tatsächlich das eine sehr frühe, sehr aromatische Rebsorte war, die in Deutschland aufgetaucht ist. Ist ja eine Kreuzung. Man hatte lange gedacht, dass Scheurebe Riesling und Silvaner sei. Heute durch die DNA-Analyse, Mikrosatellitenanalyse, hat man herausgefunden, dass es Riesling und Bouquet Traube ist. Ja. Und deswegen eigentlich auch dieses Bouquet Silvaner. Also wer ein bisschen logisch denken kann, ne? Silvaner kann das nicht liefern, also Bouquet-Traube. Ja? Und insofern, also dass beide dann die Tioler haben, das erschließt sich schon. Ne? Mhm. Und sag mal, mach ruhig auf, Wilfried. ein bisschen atmen darf er ja auch. Vielleicht noch kurz zum Sauvignon Blanc, weil wenn wir schon hier die Kreuzungen haben, ja, dann ist Sauvignon Blanc ja eine ganz interessante, natürliche Selbstung, die irgendwann mal, kein Mensch weiß, entstanden ist. Und zwar aus Traminer und Chenin Blanc. Ja, sehr interessante Sache, weil wir sprechen auch in der Forschung immer nur von den Thiolen, also diese Maracuja-Geschichten, die vorne sind. Aber Sauvignon Blanc hat auch einfach von diesen Muskatsorten auch noch Elemente drin, die bei manchen Sorten durchaus vorkommen. Und wenn wir jetzt noch den größeren Bogen schlagen, dann ist Sauvignon Blanc nämlich der Vater von Cabernet Sauvignon. Und deswegen finden wir im Cabernet Sauvignon auch diese Cassis-Noten zum Beispiel. Mhm. Ja. Also diese Aromen werden immer ein bisschen weitergetragen. Mhm. Auch wenn die Rebe ja sehr divers ist, welche Samen sie hervorbringt, aber trotzdem
setzen sich dann die Sachen durch, die aromatisch sind, weil die Welt im Moment eher aromatisch, fruchtig eingestellt ist. Ich meine, wenn ich das an meine Generation denke oder auch danach, in gewisser Weise sind wir ja mit, ich sag mal, vielen Aromen auch schon aufgewachsen. Ich habe manchmal gesagt, wir waren so die Coca-Cola-Generation. Ne? Das ist, man hat Limonade getrunken. Wenn man dann als Kind, Jugendliche irgendwann auch mal Weine probiert, dann waren die Süßweine oder auch die hocharomatischen Weine erstmal die, die man am liebsten getrunken hat. Bis man diese Komplexität der Weine auch verstanden hat, hat es dann noch ein paar Gläser gedauert. Aber heutzutage, wenn man sich in der Gastronomie oder im Supermarktregal umschaut, gibt es ja sehr viele aromatisierte auch Getränke und Lebensmittel, wobei wir uns davon ja immer mehr distanzieren und wollen wieder mehr zur Natur zurück. Ah, jetzt schweife ich zu weit ab, merke ich. Stopp. Nee, aber lass doch nochmal, nimm doch nochmal die Scheurebe hier auf, ja? Ja. Weil Scheurebe ist eigentlich, also Georg Scheu hat die 1916 gezüchtet. Ja. 1929 ist sie dann anerkannt worden. Und die Scheurebe hat ja vom Namen, von der Namensgebung her eine sehr heterogene Vita, weil sie hieß zu Beginn nicht Scheurebe, sondern sie wurde erstmal Dr. Wagner Rebe genannt, weil der Dr. Wagner war ein NSDAP-Bereichsleiter im Rheingau, irgendwo in Hessen. Ja? Und dann hieß die Dr. Wagner Rebe bis 1945 natürlich nur. Und selbst dann hat man Scheu nicht gewürdigt, sondern dann hieß die S88, in Österreich immer noch heute Semling 88, ja, und erst nur in Deutschland dann als Scheurebe, dann hat man diese züchterische Leistung von Scheu einfach mal anerkannt und hat das dann Scheurebe genannt, ja, und so läuft es einfach dann heute auch weg. Ein sehr schöner Name, ein netter Mann, der viel geleistet hat, nicht nur die Züchtung dieser Rebsorte. Wir haben eine Frage aus dem Chat. Ist Scheurebe ein Lagenwein? In dem Fall ist die Scheurebe kein Lagenwein, sie wäre ein Ortswein, ist Musbach entstanden, weil die zwei Weinberge gewannenübergreifend sind. Mhm. Das wären dann zwei ganz kleine Einzellagen, aber das ist es nicht. Ja, das rentiert sich ja nicht. Ja. Man muss ja auch ein bisschen die Ökonomie muss man ja auch im Blick behalten. Wir haben die Frage, wie alt werden Reben? Das kann man natürlich auch sehr umfangreich erklären. Fragen wir mal so, Wilfried, wie alt sind deine ältesten Rebstöcke? Meine ältesten, man muss wissen, Musbach ist komplett flurbereinigt in den 70ern und so sind sie alt. So alt sind sie auch. Meine ältesten sind 43 Jahre jetzt. Und ja, je nachdem, wie man sie pflegt, bleiben sie verschont von bestimmten Krankheiten, werden die natürlich älter, aber das wird jetzt mit der Zeit immer schwieriger. Ich sag mal so, natürlich können Reben bedeutend älter werden. Ich glaube, die ältesten Rebstöcke, die ich gesehen habe, waren 120 Jahre alt. Oh, du warst noch nicht am Gehölz von Mina Weinberg in Ruhe. Das ist 300 Jahre. Ja, das ist richtig. Jetzt hast du mich ertappt, da war ich eigentlich auch schon. Natürlich, in Ruhe der älteste Weinberg. Der Welt sogar, genau, da kann man richtig stolz drauf sein als Pfälzer. Aber im Schnitt sind die Rebstöcke um die 30 Jahre alt, dadurch, dass Flurbereinigung oder auch Krankheiten da einen gewissen Einfluss drauf nehmen, spricht man meistens dann von dem Alter, oder sehe ich das falsch? Ja, denke schon, ja. Mhm. Also es ist ein bisschen die Frage, glaube ich, des Bodens. Auf Sandböden, karge Böden werden die Reben eben nicht ganz besonders alt. Ja. Wenn ein bisschen Untergrund da ist, gewisse Mineralität und die Reben gut versorgt sind, auch Wasserfrage, dann denke ich, ist 40 Jahre, 50 Jahre okay. Mhm. Wir hatten aber, man muss das mal klar sagen, in den 70er Jahren diese rein ökonomische Ausrichtung, die auch heute durchaus noch einige Betriebe haben, die sagen dann 20 Jahre darf der Weinberg alt werden, dann haben wir eine Ertragsreduktion, die Erträge gehen zurück. Und dann müssen wir leider neu pflanzen. Mhm. Ja, das kann man auch machen. Oder man macht es hier wie Wilfried, der dann einfach sagt, wir nehmen die Ertragsreduktion an, weil wir dann einfach besseres Lesegut haben, gereifteres Lesegut, kleinere Beeren vielleicht sogar. Mhm. Und wir machen einfach dann die besseren Weine daraus und es passt. Mhm. Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt doch zum Rotwein. Lieber Wilfried, hat dein Spätburgunder schon ein bisschen atmen können?
atmen können. Super. Ja, gut. Aber da kommt nämlich direkt die Frage, muss man den Spätburgunder dekantieren? Wenn ja, wann? Frage des Alters. Magst du uns das beantworten? Das kann ich, nee, ich mach das. Wilfried? Nee, Wilfried muss ja eindenken. Es ist ein Wilfried Wein, ja. Wilfried muss ja eindenken. Also dekantieren ist einfach eine Frage des Gerbstoffgehaltes. Es ist eine Frage des Alters des Weines. Ja. Also wie lange ist er in der Flasche? Wann ist er geerntet worden? Und ich greife mal jetzt weit aus. Ich sage mal, ein Wein, der jetzt eher 3 Jahre alt ist, nur aus einer Rebsorte, die sehr mächtig ist, dann werde ich sicherlich da dekantieren, dass er ein bisschen Luft kriegt. Und wenn ich einen Wein habe, der 20 Jahre alt ist, dann werde ich mir das schon überlegen, ob ich den noch dekantiere oder direkt aus der Flasche ausschenke. Das Dekantieren hat eben noch diesen Vorteil, dass du das Depot wegkriegst. Ja. Ja? Weil also man muss dann die Flasche langsam anheben und dann abkippen, und wenn das Depot nach vorne kommt, Kerze unten drunter, und dann muss man einfach abbrechen, weil das Depot den Wein eigentlich abträglich ist, der Weinqualität. Also Wein mit Depot schmeckt einfach nicht, ja, ganz klar. Und deswegen dekantiert man eigentlich ganz alte Sachen. Und bei den Jungen bin ich grundsätzlich der Meinung, wenn es eine Rebsorte ist, die eher viel Gerbstoffe hat, viel Tannine und noch verschlossen ist, dann muss man einfach ein bisschen, ein paar Stunden, vielleicht manchmal sogar einen ganzen Tag. Mhm. Ja. Spätburgunder dekantieren wir auch? Ein bisschen schon, ne? Wie sagt man, das kommt Spätburgunder. Ja. Der ist aber jetzt schon sehr jung. Die Stilistik von diesem Spätburgunder, wenn man reinriecht, schön frisch, schön klar, auch im Spiegelbild von der Scheurebe. Die Aromen sind klar definierbar. Wir haben dunkle Früchten, wir haben einen Haufen von Nelken und Zimt, Gewürze. Und es ist so, wir haben hier eine wunderschöne, ausgebreitete Textur. Und der riecht einfach nach Spätburgunder. Auch eine Saftigkeit, nicht so bei einem opulenten Rotwein, obwohl er auch opulent ist mit 14 Volumenprozent, muss man sagen, habe ich dennoch eine Filigranität und eine Feinheit. Und der Wein ist jetzt gerade 4 Jahre alt. Der ist jetzt gerade, da geht es vom Teenageralter, geht er jetzt in eine Reife rein. Ist eigentlich jetzt wunderschön zu trinken. Wir haben keine Astringenz, keine aufdringlichen Gerbstoffe, die hier irgendwie negativ kratzen. Oder ich habe ein Gefühl, das kenne ich frisch vom Zahnarzt, so was Belziges. Sondern wir haben wirklich ganz klar definierte Früchte. Und es ist ein ganz nobler, feiner, so charming Pinot, wie man sie eigentlich auch vom Burgund her kennt. Muss ich zugeben, diese Setzlinge sind aus dem Burgund und die stehen jetzt bei uns im Garten. Grandios, dein Wein. Es macht richtig Spaß. Und wer jetzt irgendwie sagt, ach, ich trinke immer nur südeuropäische Rotweine, also ich finde, den müsste man auch einfach mal blind in so eine Verkostung mit reinsetzen, wo man einfach noch gar nicht weiß, wo kommen die Weine her, was steckt dahinter. Er ist so dicht, so konzentriert, er macht mich richtig happy mit dem Wein. Ich weiß auch jetzt schon, was in der Küche gekocht wird. Da freue ich mich schon drauf hinterher. In was für Holzfässern hast du denn den Wein ausgebaut? Da habe ich, ich verwende ausschließlich französische Eiche und französische Barrique-Fässer. Auch in der Regel nur 225 Liter und 250 Liter. Und da bleibe ich auch meiner Stilistik treu, dass ich wirklich auf die kleinen Fässer gehe. Und die bleiben in der Regel bleiben sie 2 Jahre drin. Und sind dann auch nicht filtriert und so. Sind ganz, ganz fein. Lieber Jörg, was hast du denn für uns vorbereitet? So. Ein Schmorgericht. Also, liebe Zuschauer zu Hause, wenn Sie einmal nicht wissen, was Sie zu einem Spätburgunder kochen sollen, machen Sie ein Schmorgericht. Damit machen Sie alle glücklich. Und es ist ein Traum. Genauer gesagt, Jörg, ich lasse dich nochmal zu Wort kommen. Also, hier haben wir eine Rinderwade, geschmort in Spätburgunder selbstverständlich, mit einem Selleriepüree und glasierten Rosenkohl. Gibt es dieses Gericht denn derzeit bei euch auch zum Abholen? Das können wir ins Auge fassen, gerne.
Aber jetzt für das nächste Mal ist es noch nicht geplant. Okay, also ich kann zu Hause nur sagen, wir sind natürlich weiterhin in dieser Zeit, wo wir doch unsere lokalen Restaurants unterstützen sollen. Es gibt Abholservice bei euch in der Spinne auf der Hart, ist es Freitag bis Sonntag? Ganz genau und auch nur im 2-Wochen-Rhythmus. Okay, aber es gibt noch viele andere tolle Gastronomen hier drumherum, die einfach dankbar sind, wenn man bei ihnen was bestellt, die auch wirklich eine tolle Küche haben. Uns hat es sehr gefreut an dieser Stelle, Jörg, dass du eine Inspiration für uns und für Sie zu Hause gekocht hast, welche Gerichte man eben mit den entsprechenden Weinen zusammenstellt. Kann auch nur Danke sagen an das Team im Hintergrund, an Dennis aus Deidesheim, an Alina, die den Chat betreut. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, Sie haben weiterhin noch Zeit und Möglichkeiten, uns Fragen zu stellen. Hier kommt auch mal direkt eine Frage rein an Willi. Allgemein über die Rotweine, privat und welche? Also hier lesen wir ja, das ist also ein Wein, der aus deinem Privatkeller stammt, richtig? Korrekt. Korrekt. Also alle Weine, wo das Etikett den Namen Wilfried trägt, sind Weine, die mir ganz klassisch ausbauen. Und zwar, die liegen in der Regel 3-4 Wochen auf der Maische, dann bleiben sie im Holzfass. Und auf was ich sehr großen Wert lege, ist, dass bei den Wilfried Privatweinen so wenig wie möglich Maschineneinsatz kommt, wie zum Beispiel Pumpe etc. pp. Diese Weine wurden ohne eine Pumpe abgefüllt. Wir haben einen alten Abtropfwagen von 1923 und wir haben einen Handstarry noch von 1953 und wir haben eine Kant-Kork-Maschine von 1963. Das heißt, hier spiegelt sich die Tradition, die ich eingangs erwähnt habe, mit. Und hier mache ich gar keine Kompromisse. Und bei diesen Weinen, wenn wir diese Weine abfüllen, sind wir 8 Leute und füllen vielleicht 5000 Flaschen am Tag ab. Und wenn wir diese Weine abfüllen, dann sind wir zu viert oder zu dritt und füllen 2000 Flaschen in der Stunde ab. Man sieht die Handwerksarbeit hier und die Einzigartigkeit in diesen Weinen, wo ich sage, das gönne ich mir, das ist mein Hobby. Die Wilfried Privatweine sind im Prinzip mein persönliches Hobby. Und da mache ich auch gar keine Kompromisse. Man bekommt ihn auch in Großflaschen, richtig? Man kriegt ihn auch in Großflaschen. Ab und an kriegt man Großflaschen. Manchmal kriegt man auch eine Großflasche. Die sind sehr stark limitiert. Wie schon gesagt, Wilfried Privatweine sind ganz stark limitiert. Und da habe ich immer nur, da habe ich immer nur 3, 4, 2 Fässchen. Das ist wirklich von der Pike auf schon im Weinberg ganz stark ausselektioniert mit dem Team, das bedingungslos arbeitet. Diese Weine sind bedingungslos, da gibt es auch keine Kompromisse. Da gibt es auch kein, wenn, ja, vielleicht, komm, lass mir noch hängen. Nein, da geht es nur auf den Punkt, auf den Punkt, auf den Punkt. Der Chef sagt, wo es lang geht. Ja, genau, so ist es. Ja. Es gibt so viel Spannendes über euch. Nein? Doch, ja. Doch. Ja. Weil Wein entsteht auch im Kopf. Ja. Du hast viel verkostet. Ja, du hast dir ein Bild geschaffen über diese Breite einer Rebsorte und du entscheidest dich für einen Standpunkt und den verfolgst du und den machst du dann. Und dann kannst du ja entscheiden, von der Lese her, wie wir den Wein dann, also wann die Trauben gelesen werden, das ist, bleibt mein Hauptpunkt und wie der dann weiter verarbeitet wird. Und so entsteht der Wein und meistens ist es ja dann erst, also ich habe das ja am steilen Bild vorhin gezeigt, der Jungwein ist jetzt nicht das, wo man hin will, sondern man will eigentlich dahin, wo der Wein jetzt bei Weißwein vielleicht 1 oder 2 Jahre alt ist und bei Rotwein 3 Jahre oder mehr, ja, je nach Erzeuger. Ihr seid schon gut rumgekommen. Aber Wilfried, was war denn so dein verrücktestes Weinerlebnis? Ich hatte ein paar, aber mein verrücktes Weinerlebnis ist gleich, war, dass ich in Bordeaux mit Pierre Lurton eine private Probe habe machen dürfen. Das ist der Kellermeister, der Geschäftsführer, wie man es nennt, von Chateau Dicam. Und das war wunderbar.
Und ja, ich habe so mehrere Erlebnisse schon gehabt. Oder ich habe schon eine Junganlage von Chateau Petrus sehen dürfen. Mhm. Und da habe ich wunderbare Bilder gemacht. Und wenn ich mit meinen Auszubildenden, meinen Bachelores, wie ich sie liebevoll nenne, über Detailverliebtheit spreche, dann zeige ich mir die Bilder und sage, das ist mit der Grund, das ist der Geburtsort, die Geburtsstunde eines großen Weines. Da sitzen die Reben wie mit dem Millimetermaß gezogen. Und das ist wirklich auch eine Art, wo ich sage, da habe ich ein Faible für Perfektion, für Genauigkeit, weil dann die Liebe zum Detail entsteht. Mhm. Und das hat nichts anderes später mit dem Fass oder zu tun, es beginnt schon beim Pflanzen der Rebe. Mhm. Wir haben auch noch mal eine Frage aus dem Chat. Wie lange ist dieser Wein lagerfähig für dich? Also wann würdest du sagen, da hat er seinen Zenit erreicht? Nach wie vielen Jahren? Ich denke, so genau kann man es jetzt sagen, weil es ist ja auch immer abhängig, was präferiere ich. Es gibt Menschen, die wollen einen leichten oxidativen Geschmack haben, die anderen wollen einen frischer. Ich bin der Meinung, er ist jetzt schon trinkreif und trinkfähig. Man hat schon jetzt Spaß, aber auch ich habe, wenn ich ihn richtig lager, habe ich noch 10 Jahre oder 15 Jahre Spaß. Generell, wenn ich jetzt schon 50 bin oder 60 bin, ein Wein ist noch 20 Jahre aufzuheben. Passt ja gut. Ich weiß nicht, ob das der Sinn ist. Also wir Winzer produzieren ja auch Weine, damit sie getrunken werden. Mhm. Und sich an dem Wein erfreut und vielleicht noch etwas erlebt zu dem Wein, dass man sagt, ah, ich erinnere mich an den Wein, dann habe ich mit dem den getrunken, da habe ich das und das erlebt, weil das ist ja das Schöne daran, auch die Erinnerung. Geballte Energie, Wilfried. Aber sag mal, wenn du deine Auszeit brauchst, um wieder Energie zu tanken, wo gehst du da eigentlich hin? Da gehe ich in die Berge oder ans Meer. Mhm. Ich habe seit ich 19 bin, tauche ich auch. Oder ich gehe zum Skilaufen. Mhm. Eins von den zwei. Und dann bin ich da weg, dann bin ich mal weg vom Weingut und dann ist passt es schon. Wilfried, ja. Wie viele Tauchgänge hast du? Ich habe über 3000 Tauchgänge. Wollte nur mal, um die Relation hier ein bisschen so einzunorden. Ich gehe so ein bisschen ans Meer und ein bisschen in die Berge. Ja, genau. Also es gab in den 90ern, wo ich angefangen habe zu tauchen, also gab es das Ziel immer, als Taucher musst du die 12 Hotspots von Jacques Cousteau getaucht haben. Mhm. Und von den 12 Hotspots habe ich schon 8. Mhm. Die anderen 4 werde ich aber jetzt nicht mehr kriegen durch Corona. Nein, das kann ja noch so sein. Aber jetzt haben wir noch eine Frage, ich weiß gar nicht, stellt man die dir oder deiner Frau. Wo habt ihr den Kühler her? Kann man den kaufen? Der Kühler mit dem Geweih. Mit dem Geweih. Der Kühler mit dem Geweih. Das muss ich zugeben, den habe ich in einem Einrichtungshaus, wie wir die neue Videothek gestaltet haben, habe ich den mit unserer Mitarbeiterin Kerstin entdeckt. Er war vergraben unter so Ramsch und dann hat so ein großes Geweih rausgespiegelt und ich wusste am Anfang gar nicht, dass es ein Sekühler war. Yeah. Ich war nur fasziniert von dem Geweih und dann haben wir gedacht, boah, der ist super. Ist aber, wie ich erfahren habe, ein Unikat. Ich wollte ihn nämlich nochmal kaufen, wenn wir Veranstaltungen haben. Dann kann man ihn schön irgendwie drapieren, aber den gab es nur einmal. Tut mir leid, liebe Zuschauer, nicht verkäuflich. als wir den Abend geplant haben, haben wir überlegt, wie gestalten wir das? Wie können wir sie unterhalten? Wie können wir ihnen Lust auf die Weine machen? Wie umfangreich oder wie abwechslungsreich gestalten wir es? Und da haben wir uns halt festgelegt, wir wollen ihnen Häppchen präsentieren, dass sie einfach auch jederzeit in den Weingütern willkommen sind und auch die Weine dann dort wieder genießen und kaufen können. Daher komme ich jetzt zum Ende unserer Online-Weinprobe, was aber nicht heißt, der Chat bleibt erstmal noch weiter offen. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle eben bei allen, denn das war unsere letzte Flasche, die wir geöffnet haben, den wir im Glas haben. Und jetzt bitte ich einfach nochmal unser Team nach vorne, Corona-Abstand wahren, wobei du darfst zu mir, gell, Bastian, bist ja mein Ehemann. So, genau. Und jetzt kommt auch Joan mit ins Bild, Bernds Frau, die eben hier auch mit für die Weine verantwortlich ist. Und Jörg, also du vertrittst die Spinne, vielen, vielen Dank für diese tollen Kochkünste. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie das Weinpaket bestellt haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und ich sage es einfach mal Prost. Jo, zum Wohl. Auch immer. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr fein. Super Sache. Ja.